Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu dem Vortragsblock Sägewerkstechnik Perspektiven 2030. Freuen Sie sich nun auf die Podiumsdiskussion zum gleichnamigen Thema. Hier im Studio begrüße ich ganz herzlich Dominik Wolfschütz, Referent für Marktforschung und Analyse vom VDMA Fachverband Holzbearbeitungsmaschinen. Herr Wolfschütz wird die Podiumsdiskussion moderieren. Auch nochmal herzlich willkommen allen Podiumssprechern hier auf der Bühne. Und ja, ich freue mich sehr, Ihnen das Wort zu geben. Die Bühne ist Ihre. Bitte schön. Vielen herzlichen Dank. Ja, mehr als 100 Sägewerksneubauten von 2015 bis heute in Europa und in Amerika. Geschätzte 28 Millionen neue Schnittholzkapazitäten, die da entstanden sind. Und dazu noch über 200 Sägewerksumbauten bzw. Ersatzinvestitionen in den letzten Jahren. Beeindruckende Zahlen und damit herzlich willkommen in unserer Diskussionsrunde. Sägewerkstechnik und Perspektiven 2030. Ich darf unsere Gäste begrüßen, Dr. Stefan Lang, zu meiner Rechten, Vorstand der Rettenmeier Holding. Er sagt, eine transparente, prozesssichere Supply Chain vom Wald bis zum Endverbraucher wird in Zukunft ganz wesentlicher Faktor für unsere Industrie sein. Herzlich willkommen. Danke. Michael Baumann, Geschäftsführer der Link Holzverarbeitungstechnik aus Oberkirch. Er sagt, ein klarer Fokus auf die Produktionskosten wird zukünftig noch wichtiger werden. Herzlich willkommen. Okay. Und Lars Schmidt, Generalsekretär des Vorstandes und Hauptgeschäftsführer der Deutschen Säge- und Holzindustrie-Bundesverbandes. Herzlich willkommen. Er sagt, die Herausforderungen auf der Rohstoffseite sowie die Anforderungen an den Absatzmarkt unter einen Hut zu bringen, wird die Aufgabenstellung für die Industrie in den nächsten Jahren werden. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Meine allererste Frage geht an Herrn Baumann. Wir haben jetzt gerade die beeindruckenden Zahlen gesehen zur Entwicklung bei der Kapazitätsausbau. Wo werden Ihrer Einschätzung nach zukünftig weitere Kapazitäten entstehen? Wie ist da Ihre Einschätzung als Maschinenlieferant? Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung und für die Möglichkeit, hier am Panel teilzunehmen. Die Wachstumsmöglichkeiten und Kapazitätsausbauten, soweit wir das sehen für die nächsten Jahre, werden sich schwerpunktmäßig in unserer direkten Umgebung zeigen. Wir haben Anfragen und Projekte für die nächsten Jahre im Bereich Deutschland, Österreich, aber man sieht, dass sich Projekte entwickeln, die Richtung Norden gehen, also in den baltischen Staaten. Wir haben eine ganze Reihe an Projekten, die auch in Russland sich im Moment entwickeln. Also dort gibt es doch eine ganze Menge an Kapazitäten, die ausgebaut werden. Okay, vielen Dank. Herr Dr. Lang, ist das Ihrer Meinung nach ist das ein gesunder Investitionshype oder steuern wir da auf Überkapazitäten zu? Wie ist da Ihre Einschätzung als Großsäger in Zentraleuropa? Also, zum einen der Investitionshype, wenn man ihn so nennen mag, der folgt jetzt ja momentan auf eine Phase von 15 Jahren, in denen praktisch gar nicht investiert wurde. Mhm. Das muss man natürlich dazu sagen. Viele große Holzindustrien hatten auch einen erheblichen Investitionsstau und der wird jetzt natürlich auch dadurch gewisserweise aufgelöst, insoweit sich das Thema jetzt grundsätzlich nicht so dramatisch. Natürlich werden Kapazitäten auch aufgebaut und diese Problematik, die hatten wir ja schon mal vor 15 Jahren, als große Kapazitäten entstanden sind, die dann auf zu wenig Rohstoff trafen. Aber da denke ich, ist es wichtig schon auch zu begreifen, dass wir einen wirklichen Gamechanger haben und das ist der Klimawandel, der einfach dazu führen wird, dass wir in immer kürzeren Intervallen immer größere Schadereignisse haben werden und diese bedürfen am Ende Kapazitäten, die aufnahmefähig sind, diesen Rohstoff möglichst ohne Qualitätsverlust schnell zu verarbeiten. Insoweit gehe ich nicht davon aus, dass wir hier in einer Phase stecken, in der wir Überkapazitäten aufbauen. Okay. Ja, sehr gut, vielen Dank. Herr Schmidt, das, was der Herr Dr. Lang gerade gesagt hatte, wie schaut es auf der Rohstoffseite aus? Ich meine, der Sauter hat gerade ein bisschen darauf eingegangen, wie das in den Regionalen sehr unterschiedlich dasteht. Wie sehen Sie das jetzt als Verbandsvertreter für den zentraleuropäischen Raum? Haben wir denn überhaupt genug Holz, um überhaupt diese ganzen Kapazitäten überhaupt irgendwie füttern zu können? Wie ist das? Ja, eindeutig ja. Herr Sauter hat es ja recht gut dargestellt eben in dem Vortrag. Wir haben eine sehr starke Ungleichgewichtung der Kalamitäten in Deutschland und in Europa, wo sozusagen stärkere Vorratsabnahmen stattgefunden haben. Aber gesamt betrachtet haben wir in Europa eine Vorratsabnahme von knapp 5%. Also wir haben noch genug Nadelholzvorräte.
Und da bin ich bei Stefan Lang. Wir werden in den nächsten zwei Dekaden sicherlich eher mehr Rundholz sehen als weniger, weil wir A, häufigere Schadereignisse erleben werden. Ja. Und wir werden einen forcierten Waldumbau sehen. Auch der wird dazu führen, dass wir vielleicht früher und schneller in diese bestehenden Bestände rein müssen. Die Frage ist eben, kommt es im Rahmen planmäßiger Nutzung oder kommt es in Schüben? Das wäre die ungünstigere Variante. Ja. Was aber die größere Unbekannte sozusagen in diesen Abschreibungszeiträumen der Sägewerke sind, sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Eine alte Sägerweisheit, das Holz, was irgendwo steht, steht nicht unmittelbar zur Verfügung. Und es gibt zahlreiche Gesetze und Gesetzesinitiativen auf nationaler und europäischer Ebene, die unsere Rohstoffversorgung stärker beeinträchtigen können. Das ist in Deutschland das Klimaschutzgesetz, die Umsetzung Natura 2000 FFH-Gebiet auf europäischer Ebene, LULUCF, Biodiff-Strategie. Und letztlich haben wir gerade eine Bundestagswahl hinter uns. Wir müssen schauen, was die nächsten 5 Jahre mit sich bringen. Also das ist die größere sozusagen Unbekannte. Ja. Wir werden dann mittel- bis langfristig tatsächlich auch einen natürlichen Baumartenwandel sehen, hin zum höheren Laubholzanteilen und letztendlich auch zu anderen Nadelholzarten. Ja. Ab wann sehen Sie denn diesen Switch sozusagen, diesen klassischen Switch von der Fichte, wie wir jetzt großteils einschneiden oder der Kiefer? In welchem Zeithorizont sprechen wir denn da? Passiert das wirklich tatsächlich in den nächsten 20 Jahren oder sprechen wir dann über diesen Horizont 50 Jahre? Was meinen Sie? Sukzessive. Es ist ja immer so, in der medialen Wahrnehmung wird dargestellt, als hätten wir sozusagen Deutschland nur bestehend aus Monokulturen, müssten jetzt mal endlich anfangen mit dem Waldumbau. Tatsächlich bauen wir die Wälder seit den 80ern um. Ja. Laubholzbestände haben aber viel längere Umtriebszeiten oder viel längere Wuchszeiten. Das heißt, wir werden sicherlich in den nächsten Waldgenerationen in 30, 40, 50 Jahren höheren Laubholzanteil sehen, definitiv. Aber wir haben jetzt erst noch mal 2, 3 Dekaden vor uns, wo wir eben mit diesen auch teilweise sehr hohen Nadelholzvorräten umgehen müssen. Herr Dr. Lang, auf der Absatzseite dann, wie sehen Sie dort die mittelfristige Perspektive? Weil also es wird mehr produziert werden. In welche Märkte geht das rein oder in welche Produkte, Endprodukte geht das hinein? Werden wir das Zeug überhaupt alles loswerden, was eingeschnitten werden wird? Also ich denke, zunächst mal muss man ja sich die Zahlen vor Augen führen. Wir haben momentan einen weltweiten Schnittholzverbrauch von 500 Millionen Kubik. Wir Deutschen machen nicht mal 10% davon. Das heißt, ein Wachstum in Deutschland um ein paar Prozent, das wird jetzt nicht irgendwie zum Ungleichgewicht führen. Insgesamt gesehen, mittelfristig, der Holzbau ist inzwischen global angekommen. Auch der hochwertige, konstruktive Holzbau. Und es gibt eigentlich kein Land, keine Wirtschaftsregion dieser Welt, die den Holzbau in den nächsten Jahren nicht deutlich steigern möchte. Und selbst konservative Annahmen gehen davon aus, dass wir in den nächsten 10 Jahren den Schnittholzverbrauch um fast 50% steigern werden. Das heißt, ich bin mir sicher, dass wir diesen Absatz auch haben werden. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die entstandenen Kapazitäten dafür ausreichen, um diesen Absatz tatsächlich zu befriedigen. Ja. Also sprich gute Aussichten eigentlich auch für die Maschinenlieferanten, wenn man so will. Zu dem, was der Herr Schmidt gesagt hatte, dass es auch diesen sukzessiven Waldumbau geben wird. Was verändert sich dann da für die Technologie, für den Einschnitt im Sägewerk? Wie müsste ein Sägewerk heute planen, um eben diesen Einschnitt halt auch bewältigen zu können? Oder wie sieht ein Sägewerk eigentlich dann zukünftig aus? Ja. Also aus unserer Sicht, wir sehen im Prinzip 2 wesentliche Tendenzen. Mhm. Auf der einen Seite kurzfristig spüren wir heute bereits, dass die Aufträge, die wir heute und Projekte, die wir heute abarbeiten, sehr deutlich in Richtung größerer Durchmesser gehen. Mhm. Weiterhin wird der Säger, der einem Waldbauern oder dem Forst im Prinzip das gesamte Spektrum abnehmen kann, von schwach bis ganz stark, die deutlich besseren Preise erzielen. Langfristig gesehen wird es in die Richtung gehen, wie wir vorhin gehört haben, in Richtung härtere Holzarten, Laubholz oder gemischte Sortimente. Und das bedeutet am Ende, dass sich unsere Maschinen eben entsprechend anpassen müssen. Das wird vermutlich in die Richtung gehen, wieder niedrigere Vorschubgeschwindigkeiten, weil ansonsten einfach im Prinzip die Abnutzung zu hoch wird und die Werkzeugstandzeiten zu kurz werden. Oder wir werden daran arbeiten, eben Werkzeuge zu entwickeln, die auch mit Laubholz mit den heutigen Schnittgeschwindigkeiten arbeiten können. Aber das wird mit Sicherheit ein Thema werden, was in diese 2 Gruppierungen fällt. Also zunächst mal größere Durchmesser für die nächsten 2 bis 5 Jahre im kurzfristigen Bereich, aber im langfristigen Bereich eben die Verarbeitbarkeit gemischt
Nadelholz, also weichere Holzarten und Laubholz in Richtung härtere Holzarten. Also Sie sagen, kann man sich das so vorstellen, dass tatsächlich auf einer Linklinie dann irgendwann mal irgendwie ein Polter Fichte verarbeitet wird und dann in der nächsten Schicht auf einmal Buche? Ist das denkbar? Also wir denken in die Richtung. Okay. Ja. Herr Dr. Lang, Ihr neues Sägewerk, Sie haben selber gesagt, das modernste in Europa. Ja. Haben Sie es denn schon auf die Zukunft ausgerichtet? Warum schaut es so aus, wie es aussieht? Warum haben Sie sich für diese Technik entschieden? Warum haben Sie sich für diese Anlagenkonfiguration entschieden? Ja. Das modernste Sägewerk Europas, das muss man im Kontext sehen, das haben wir natürlich bewusst gesagt, um auch Aufmerksamkeit zu erregen, und zwar nicht in der Säge- und Holzindustrie, sondern in der Öffentlichkeit darüber hinaus. Denn wir alle wissen, dass wir da mit tollen Maschinen ressourceneffizient arbeiten, aber die Bevölkerung oft nicht. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir die Bevölkerung mitnehmen und denen erklären, dass wir hier hocheffizient diesen Rohstoff, der zuvor bis zu 100 Jahre im Wald gestanden ist, verarbeiten und daraus klimafreundliche Bauprodukte machen. Und da ist es wichtig, dass man eben auch mal die Öffentlichkeit mitnimmt und auch mal, da lassen wir uns dann auch mal zu einer reißerischen Aussage hinreißen, wie das modernste Sägewerk Europas. zur Anlagenkonfiguration, es gab eigentlich zwei Hauptanforderungen, die wir erfüllt haben wollten. Wir wollten einerseits eine große Kapazität schaffen, der es gerade insbesondere in Fällen von Schadereignissen möglich ist, in relativ kurzer Zeit große Mengen an Holz ohne Qualitätsverlust zu verarbeiten. Das war die eine Anforderung. Und die zweite war, das mit möglichst ressourceneffizient und mit höchster Ausbeute zu tun. Das heißt, trotz dieses hohen Outputs jeden einzelnen Baum maximal wertzuschöpfen. Ja. Das waren die zwei Anforderungen, die wir hatten. Und da haben wir eigentlich begonnen, von der Sägezubringung über die Sortierung bis zur Paketierung hin, hier Lösungen zu schaffen. Und das ist jetzt sicherlich kein Quantensprung, aber es ist halt doch wieder eine stetige Weiterentwicklung mit allen hier teilnehmenden Playern, die uns jetzt auch, nachdem das Werk jetzt seit 6 Monaten Betrieb ist, wir auch schon so zuversichtlich sind, sagen zu können, oder so optimistisch sind, sagen zu können, dass uns das auch relativ gut gelungen ist. Herr Schmidt, die Schwierigkeiten, die wir bekommen werden, wahrscheinlich durch den Klimawandel, also zunehmende Extremereignisse, sind wir denn darauf gut vorbereitet, also quasi von der Supply Chain? Das ist das, was der Herr Dr. Lange ja am Anfang in seinem Statement ja auch gesagt hat, dass das essentiell sein wird in Zukunft. Wie ist da Ihre Einschätzung oder wo braucht es da das politische Backing? Der Punkt ist, glaube ich, dass wir in der Branche noch relativ sektoral das Ganze diskutieren. Wir diskutieren die Themen auf der Rohstoffseite, welche Auswirkungen hat es da, und wir diskutieren auf der Absatzseite, aber eher unter diesem Hype des Holzbaus aktuell. Und ich hatte es ja in meinem Eingang, Sie hat mein Eingangsstatement ja zitiert, genau diese Verknüpfung wird, glaube ich, die Herausforderung sein. Einer von beiden sagt es eben, der Gamechanger Klimawandel, der uns halt an verschiedenen Stellen sozusagen betreffen wird. Und das ist, wenn Sie sich die Rohstoffseite anschauen, hat man eben schon gesagt, einfach die standortliche Veränderung. Das Holz wächst schneller, es hat längere Vegetationsperioden. Das heißt, auch da wird sich jetzt schon aktuell die Technik darauf einstellen müssen. Wir werden häufigere Kalamitäten mit höheren Kalamitätsholzanteilen erleben. Auch das wird ein Punkt sein. Ich habe neulich einen interessanten Vortrag gehört, dass man von 50% durchschnittliches Kalamitätsholzaufkommen ausgeht. Wir werden waldbauliche Veränderungen erleben. Früher schneller die Bäume dick machen, Laubholzanteil, all das haben wir erlebt. Das heißt, wir werden werden ein ganz anderes Baumartenspektrum, was die Holzarten, was die Qualitäten anbelangt, aber wir werden auch mit volatilen Märkten sicherlich zu leben. Auch das war eine Diskussion aus dem ersten Halbjahr. Und der Klimawandel betrifft uns auch nochmal an der Stelle der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Auch das hatte ich eingangs schon gesagt, nicht nur positiv, dass wir tatsächlich einen Hype haben, was die Holzverwendung anbelangt, sondern auch eine unsägliche Diskussion, was der bessere Klimaschutz ist, sozusagen das CO2 in den Wäldern zu speichern und die nicht mehr anzurühren oder Wälder nachhaltig zu bewirtschaften, so absurd das klingen mag. Wir haben die Antwort, aber politisch ist das noch nicht ausdiskutiert. Ja. So, und der Punkt ist, auf der anderen Seite haben wir eine Anforderung auf der Marktseite, die in eine ganz andere Richtung läuft. Also wir erleben ja Holzbauprojekte, die Dimensionen erreichen, die wir vor einigen Jahren noch nicht gar nicht gedacht haben, Hochhäuser. Und wir brauchen einfach leistungsfähige Holzbauprodukte. Wir brauchen Holzbauprodukte, die genormt standardisiert sind, die, ich glaube, Stefan Lang sagt es eben auch, eine lückenlose Herkunft sozusagen nachweisen können. Ja. Die Holzbauer und Leimholzbauer sagen uns, wir brauchen vor allem auch verlässliche Rahmenbedingungen. Wir haben 2, 3, 4 Jahre Vorlaufzeit.
für so ein Projekt, das heißt Menge, Qualität und so weiter, alles das sozusagen zu bestimmen. Und wir werden auch einen schärferen Wettbewerb mit den Konkurrenzmaterialien sehen, die ja auch nicht schlafen, sondern die auch anfangen, auf erneuerbare Energien umzustellen und so weiter. Ja. So, und das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung, die wir haben, sozusagen das übereinander zu bringen. Die Rolle sehe ich schon bei uns, der Säge- und Holzindustrie, weil wir sozusagen diese Verknüpfung sind zwischen dem Material, das im Wald kommt und sozusagen der nächsten verarbeitenden Stufe. Aber das wird sozusagen die Herausforderung sein, diese beiden Extrementwicklungen unter den Hut zu bringen. Ja. Ist die Sägeindustrie denn quasi auch als eigener Weiterverarbeiter, eben zu Brettschichtholz beispielsweise, Brettsperrholz, ist die quasi auf diese Marktveränderung gut vorbereitet, Herr Dr. Lang? Haben Sie ein Gefühl dafür, ob Sie jetzt, wenn jetzt auf einmal ein Brettsperrholz irgendwie aus Buche auf den Markt kommen müsste, weil eben der Waldumbau eben so ist, wie er ist, macht da die Industrie genug? Ist die darauf gut vorbereitet oder müssen wir da alles zusammen ein bisschen mehr tun? Also, ich sag mal, es gibt ja Produkte, gibt es bereits in dem Bereich, Baubuch und Ähnlichem. Ich sehe das, ehrlich gesagt, das Problem gar nicht so bei der Industrie, sondern die Frage ist, ist das Produkt nachher konkurrenzfähig im Vergleich zur Fichte? Und wir dürfen ja nicht meinen, dass die einzigen Fichtenwälder dieser Welt in Deutschland stehen. Es gibt ja auch noch andere. Und ich sehe eher die Gefahr, dass, wenn wir eben tatsächlich keine Fichte mehr haben sollten, dass wir im Prinzip eben die Wertschöpfung in Zukunft im Ausland stattfindet. Mhm. Also ich glaube nicht, das ist meine Meinung, ich glaube nicht, dass die Fichte vom Laubholz substituiert wird. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in dieser politischen Diskussion. Wir sollten Waldumbau betreiben, aber mit Augenmaß. Die Fichte ist immer noch ein Baum der Zukunft. Der ist nicht überall in jedem Standort sozusagen zu halten. Mhm. Aber es gibt noch genug Standorte, wo er zu halten ist. Und da muss er auch gehalten werden. Ansonsten wird die Wertschöpfung sicherlich aus Deutschland ein Stück weit herausgehen. Okay, ja. Um dem zu begegnen, Herr Baumann, nochmal zurück zum auch noch ein bisschen noch mal auf die Technik. KI ist in aller Munde, also künstliche Intelligenz. Hat das ein großes Potenzial noch in der Sägeindustrie? Und was bringen diese Entwicklungen, die wir in der jüngsten Zeit einfach auch gesehen haben, im Gesamtmaschinenbau, in der Gesamtindustrie, für diese spezielle Branche aus Maschinenbauersicht? Wo gibt es da noch Hebel für Effizienz oder? Naja gut, es gibt durchaus noch eine ganze Reihe von Hebeln an verschiedenen Stellen im Maschinenbau. KI ist natürlich jetzt ein großes Schlagwort. Ja. Ich vermute, das wird ein ähnliches Ende nehmen wie Industrie 4.0. Das hat also einen ganz großen Hype gehabt und verschwindet so ein bisschen aus der Diskussion, zumindest aus der öffentlichen Diskussion. Aber ja, ich bin sehr überzeugt davon, dass wir in Zukunft eine sehr viel stärkere Vernetzung sehen werden. Das heißt, ein Datentransfer von ganz vorne bis ganz hinten über die verschiedenen Wertschöpfungselemente hinaus. Mhm. Also jetzt nicht nur innerhalb der Säge, sondern möglicherweise nach vorne auf den Rundholzplatz oder vielleicht noch weiter vorne in den Wald. Man könnte sich ja theoretisch vorstellen, dass man einzelne Bäume aus dem Wald selektiert schon, der bestimmten Wuchs hat für bestimmte Aufträge. Wir arbeiten gemeinsam mit Mikrotech dran, beispielsweise die CT-Technologie durchgängig zu machen mit einem Fingerprint, wo man dann bis ganz hinten die nachvollziehen kann, aus welchen Bäumen stammen welche Bretter und welche Bretter gehen dann in welches CLT und wo geht das dann hin in einem Gebäude. Also das heißt, die Nachvollziehbarkeit und die Herkunft von bestimmten Bauelementen, speziell dann, wenn es strukturelle Bauelemente jetzt im Hochhausbau ist, das kann man uns sehr gut vorstellen. Und es wird sicherlich auch, gibt heute schon Anfragen, wo wir gefragt werden, können wir heute Schwachstellen im Holz so hinlegen, dass später, also 3-4 Stufen später, dort, wo die Fenster ausgeschnitten werden zum Beispiel, dass wir die Schwachstellen dort hinlegen. Mhm. Heute sind wir nicht dort, aber das sind Ideen und Vorstellungen, von denen ich sehr überzeugt werde, dass wir die in wenigen Jahren sehen werden. Ja. Nichtsdestotrotz ist es dennoch ein Thema, wo wir die Effizienz von Maschinen nach vorne bringen müssen. Und zwar nicht nur in Richtung Volumen, sondern auch in Richtung Wertschöpfung. Am Ende der Tage ist es so, dass unsere Kunden ihr Geld damit verdienen. Und insofern wird das ein wesentlicher Punkt sein, zu schauen,
welche Brettsortimente haben welchen Ergebnisbeitrag und dass wir die Maschinen so gestalten, dass der Kunde sich hinterher quasi relativ flexibel wählen kann, wie er sein Geld verdienen möchte. Jetzt haben wir ein bisschen von der Marktseite gesprochen. Wir haben ein bisschen über zukünftige Technologieentwicklungen auch gesprochen. Wie schaut denn die Branche aus in 10 Jahren? Was für Entwicklungen werden wir da erleben, wenn wir jetzt in Europa nordamerikanische Verhältnisse haben, wo die Top-10-Player 50% des Nadelschnittholzes auf sich vereinen? Oder werden wir weiter so unkonsolidiert sozusagen als Branche bleiben? Herr Lang, wie ist da Ihre Einschätzung? Gut, ein Stück weit hat eine Konsolidierung in den letzten 10 Jahren schon stattgefunden. Mhm. Es ist schon damit zu rechnen, dass die weitergeht. Die Größe bringt natürlich Komplexität mit sich, aber sie führt natürlich vor allem auch zu Risikostreuung. Und Risikostreuung in unserer Industrie ist vor allem das Thema Rohstoffverfügbarkeit. Ja. Und wenn ich eben durch eine bestimmte Größe und durch bestimmte geografische Lagen dieses Risiko der Rohstoffverfügbarkeit splitten kann, dann macht es einfach aus Marktsicht Sinn. Und deshalb gehe ich schon davon aus, dass wir eine weitere Konsolidierung auch in den nächsten Jahren haben werden, beziehungsweise dass große Player auch noch größer werden. Was passiert mit den Kleinen, Herr Schmidt? Erstens, wir haben diese Konzentrationsphase ja schon durchlaufen und wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten tatsächlich 40% der Sägeindustrie von der kleinen Seite her verloren in Süddeutschland durch die Entwicklung. Das ist eine Entwicklung gewesen, die kaum wahrnehmbar war, aber das ist tatsächlich schon so erfolgt. Wir sind in dieser Konsolidierungsphase drin. Ich glaube aber zukünftig haben alle Geschäftsmodelle von dem großen Player, der international wettbewerbsfähig ist, bis hin zu dem kleinen, der in seiner Nische schnell und flexibel ist, eine Berechtigung. Ich glaube, wichtig ist, dass die Unternehmen tatsächlich diese Entwicklungen antizipieren und dann einfach Lösungen finden. Also, wir haben ja Dauerthemen, das Thema Ressourceneffizienz beschäftigt uns schon seit Jahren, das Thema Energieeffizienz wird immer wichtiger werden, sich einzustellen eben auf einen größeren Materialmix, der sozusagen nicht nur innerhalb der Baumart vielleicht Veränderungen bringt, sondern eben auch langfristig und vor allem auch die Wertschöpfungstiefe, auch das erleben wir ja mittlerweile, dass es kaum noch sozusagen die Sägeindustrie gibt, sondern dass fast alle Säge- und Holzindustrie sind und eben eine enorme Breite in der Wertschöpfung erreichen. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht am Ende, sondern tatsächlich das Inwertsetzen sozusagen jeden einzelnen Bestandteils des Baumes und eben maximieren, damit ich auch entsprechend bei einem möglicherweise hohen Preisniveau, was ich zu zahlen habe für den Rohstoff, wettbewerbsfähig bin. Ich glaube aber auch, da bin ich bei Stefan Lang, der entscheidende Faktor ist schon immer und bleibt auch die Rohstoffversorgung. Ja. Ich hatte das gesagt, dass wir da auch durchaus Unsicherheiten sehen und einige Regionen natürlich stark betroffen sind von den Kalamitäten. Das heißt, wir werden sicherlich auch eine stärkere Aufmerksamkeit im Bereich Rundholzlogistik sehen, einfach eine überregionale Beschaffung. Ja. Und ein neues Thema, was eben auch noch nicht ausgeschöpft ist, das Potenzial, ist die Kreislaufwirtschaft, also Stichwort Design for Recycling. Wir werden sehen, dass die Branche wahrscheinlich sehr stark daran arbeiten wird, sich diese Ressource, die wir sozusagen im Holzbau aufbauen, für die Zukunft zu erhalten als zusätzliche Materialquelle. Man muss ganz klar sagen, so paradox das klingen mag und so wichtig auch regionale Wertschöpfungsketten sind, das ist ja unser Leitbild sozusagen, wird die Hauptaufgabe der Säge- und Holzindustrie sein, sich ein Stück weit unabhängiger von der regionalen Rohstoffversorgung zu machen. Dafür ist die Situation auf den Kalamitätsseitig, aber auch vor allem die gesetzlichen Rahmenbedingungen bieten einfach in den nächsten Jahren zu viel Unsicherheiten und wir müssen sehen, wie wir sozusagen unsere Rohstoffbasis sichern für die nächsten Jahre. Das ist die Herausforderung. Ja. Herr Dr. Lang, sind es auf europäischer Ebene, sind es überall die gleichen Überlegungen, die wir jetzt hier anstellen oder gibt es da regionale Unterschiede? Herr Schmidt spricht ja quasi für den Verband der deutschen Säge- und Holzindustrie. Ja. Ist es beispielsweise, Sie haben ein Sägewerk ja auch im Baltikum, ist das dort ähnliche Überlegungen oder ist das gleiche Situation oder ist es was anderes? Gut, grundsätzlich hat natürlich jede Region, jedes Land seine historisch gewachsene Wertschöpfungskette, will ich mal sagen. Ja. Und sowohl Waldbau als auch Forst als auch Sägeindustrie funktionieren überall ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ist es schon so, wie der Schmidt gesagt hat, die Rohstoffverfügbarkeit, die war auch schon immer das zentrale Thema. Und sie wird natürlich durch den Kapazitätsaufbau jetzt noch zentraler werden. Das Ziel muss es ja sein, und zwar im Sinne der gesamten Wertschöpfungskette, vom Forst beginnend bis zum Endverbraucher, dass wir das Holz dort, wo es anfällt, dann schnellstmöglich nutzen.
So, und das Thema, das ist, der Klimawandel macht eben auch nicht an den Grenzen Deutschlands halt, sondern das ist auch ein europäisches Thema und deshalb hat das Thema natürlich auch jeder. Und jeder überlegt, wie können wir das logistisch, diesen Supply Chain so aufbauen, dass wir tatsächlich große Mengen auch an Rundholz bewegen können und das innerhalb sehr kurzer Zeit, um möglichst den Qualitätsverlust zu verhindern, um damit der gesamten Wertschöpfungskette im Prinzip diesen Wert zu erhalten. Ja. Regional gesehen, Herr Baumann, wenn Sie sich die Sägewerksgröße anschauen in den nächsten Jahren, Sie sind natürlich Ausrüster von den großen Hochleistungssägewerken, Sie haben aber auch unter Ihrer Gruppe ja natürlich auch EWD, die auch kleinere Anlagen machen, auch die Laubholzindustrie ja auch bedienen. Wenn Sie vielleicht ein bisschen auch für die sprechen, ist das, werden die Sägewerke immer größer oder haben wir jetzt quasi die Maximalgröße erreicht mit 1, irgendwas Milliarden Einschnitt? Ist das, oder werden wir eher dezentral kleinere Einheiten sehen? Wie ist da Ihre Einschätzung? Oder sowohl also als auch? Es ist schwer zu sagen, wenn ich mit meinen Kollegen spreche. Vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren hätte man sich nicht träumen lassen, wie die Welt heute ausschaut. Ja. Ich kenne Kunden, ich sage jetzt mal von den großen Sägern, die das Gleiche gesagt haben, wenn mir in den 90er Jahren jemand gesagt hat, wenn ich den Herrn Kulterer Senior, der in den 60er Jahren das Sägewerk von seinem Vater übernommen hat, mit, ich glaube, 30.000, 40.000 Festmeter Einschnitt im Jahr, der gesagt hat, wenn man ihm in den 90er Jahren gesagt hätte, wo die Firma Haslacher heute steht, das hätte ihn für vollkommen verrückt erklärt. Mhm. Von daher ist es relativ schwer vorherzusagen. Vom Prinzip her glaube ich, betriebswirtschaftlich gesehen, macht es durchaus Sinn und kann es durchaus sein, dass die Sägewerke größer werden, wenn die Rohstoffversorgung gesichert werden kann, weil dann eben die Kosten, also von der Betriebswirtschaft her, das ganze Thema besser wird. Gleichzeitig wird es aber sicherlich auch eine Bewegung geben, wo es spezialisierte Sägewerke gibt, die in kleineren Einheiten sich sehr stark spezialisieren. Und man sieht das ja heute, im Schwarzwald gibt es ja durchaus noch eine ganze Reihe von Klein- und Kleinstsägewerken, die durchaus leben, die auch durchaus profitabel arbeiten, die sich aber wirklich auf ganz, ganz spezifische Märkte spezialisiert haben. Also ich denke gerade daran, das ist ein ganz verrücktes Beispiel. Es gibt einen Säger, der verkauft nach Japan hochqualitative Kiefernbretter, die dort verwendet werden, um auf Gräbern aufgestellt zu werden. Mhm. Und ja, das ist eine Nische und da bin ich überzeugt davon, da wird es in Zukunft mehr davon geben. Also eigentlich, die Großen werden größer, würden wir erwarten. Nicht zwingend jetzt mit einer einzigen Linie, sondern da wird es dann möglicherweise mehrere Linien geben. Und es wird aber weiterhin genauso einen Markt geben für Familienbetriebe und für sehr spezialisierte, wenn sich diese Unternehmen dann wirklich auch bewegen und flexibel in diese Nischen hineinbewegen. Ja, ja. Herr Schmidt, die Sägewerksbranche prinzipiell ist geprägt durch viele Familienunternehmen bisher und Dynastien, Holzdynastien, wie wir sie auch kennen. Es gab eine gewisse, wie der Dr. Lang am Anfang gesagt hatte, dann vor 10, 15 Jahren eine kleine Konsolidierung, zumindest unter den Großen. Aber glauben Sie, dass dadurch, dass einfach Holz als Werkstoff so viel attraktiver geworden auch ist und jetzt in aller Munde auch ist, wir sind politisch, werden wir jetzt gehört auch, oder Sie halt auch als Verbandsmitarbeiter, glauben Sie, dass unsere Branche prinzipiell attraktiv wird, auch für Externe, für Leute, die sich bisher noch nie mit der Sägeindustrie befasst haben? Das haben wir in den letzten Jahren schon erlebt, durch entsprechenden Einstieg von Investoren und so weiter. Und wir hatten, wenn man sich das anschaut, wie sich das entwickelt hat, noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, war das fast undenkbar, dass von außen jemand sozusagen ins Management von einem Sägewerk einsteigt. Jetzt haben wir die besten Beispiele hier sitzen, die das ganz hervorragend tun. Also ich habe den Eindruck, dass sozusagen, das hat die Branche durchaus bereichert, diese Mischung tatsächlich aus Familienbetrieben auch mit den Familien, die das seit Generationen schon machen und neuen Playern, die reinkommen, die einfach auch teilweise andere Denkweisen und andere Richtungen reingebracht haben. Ja. Das ist ja das, was eine Branche letztendlich benötigt. Aber ich glaube schon, dass das Thema Säge- und Holzindustrie sicherlich attraktiv ist. Aber nochmal, da sprechen wir wirklich über politische Rahmenbedingungen. Also wir als Säge- und Holzindustrie können einen Teil tun, dessen, was wir sozusagen abbilden können. Mhm.
Aber die Politik hat Hausaufgaben zu machen. Über das Thema Rohstoffversorgung haben wir hinlänglich gesprochen. Über das Thema Bewältigung Klimawandel vielleicht noch ein Satz dazu. Auch das ist ein Punkt, der uns umtreibt, dass wir wie viele Jahre nach Kyrill immer noch diskutieren über eine effiziente Rundholzlogistik, über das Anlegen von Nasslagerplätzen. Und das ist schwieriger geworden durch immer mehr Auflagen. Ja. Und da muss, glaube ich, die Politik liefern, um wirklich auch den Standort Deutschland interessant zu halten. Mhm. Sonst sind die Rahmenbedingungen zu unsicher. Wir erleben das beim Laubholz beispielsweise, wo wir eine große Verunsicherung haben, weil zunehmend Wälder aus der Nutzung genommen werden. Ja. Und ich glaube, diese politischen Rahmenbedingungen sind entscheidend, ob ein Familienbetrieb oder ein Investor sozusagen dann auch eben bei dem Thema bleibt und weiter investiert. Ja, spannend. Herr Dr. Lang, vorgestern waren Bundestagswahlen. Sie sind auch im Vorstand beim Herrn Schmidt im Verband. Sie sind im Member of the Board beim europäischen Dachverband EOS. Ja, ja. Was haben Sie denn für drei Wünsche an die Politik? Oder an die nächste Bundesregierung. Ich glaube, der Herr Schmidt hat einige Vorlagen geliefert und muss auch sagen, dass ja in den letzten 2-3 Jahren auch schon einiges passiert ist, Holzbauoffensiven etc., also es tut sich schon was. Zwei Themen, die vielleicht, glaube ich, jetzt wirklich wichtig sind. Beide haben mit dem Klimawandel zu tun. Erstens, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir im Falle von Kalamitäten, und wir müssen darüber uns im Klaren sein, das ist kein Thema von 2-3 Jahren, das ist ein Thema, uns unser ganzes Leben lang noch beschäftigen werden. Wir werden diese Schadereignisse haben, vielleicht nicht jedes Jahr, aber jedes zweite Jahr. Und da muss es uns möglich sein, diese großen Mengen an Rundholz in die großen Kapazitäten zu bringen. Das heißt, wir brauchen die logistischen Möglichkeiten. Wir brauchen LKWs, die 44 Tonnen laden dürfen. Wir brauchen die Schiene, die es uns ermöglichen muss, dieses Rundholz zu transportieren. Die Säger sind dafür bereit. Die Politik ist es eigentlich nicht. Sie hat die Rahmenbedingungen, die logistischen Rahmenbedingungen bisher nicht geschaffen. Das ist ein ganz wesentliches Thema und es bringt nichts, wenn wir bei jeder Kalamität uns wieder zusammenschreien und sagen, warum fahrt ihr das Holz nicht ab? Ja, weil die Rahmenbedingungen dafür nicht da sind. Zweites Thema, zweiter Wunsch noch, das habe ich aber eingangs schon erwähnt, wir müssen beim Waldumbau das mit Augenmaß machen. Es bringt nichts, wenn wir einen Wald bewirtschaften, der an der Wirtschaft vorbeigeht. Wenn wir die Fichte, das Nadelholz in Zukunft nicht mehr haben werden, dann wird die Wertschöpfung ins Ausland gehen. Es wird nicht so sein, dass Dachstühle in Zukunft aus Buche sind. Das wird nicht passieren. Es ist wie viel, das kann ich auf ein Blatt Papier vorrechnen, dass es einfacher ist, denn dann eben in anderen europäischen Ländern das Fichtenschnittholz zu gewinnen und es eben dort wertzuschöpfen und dann als Dachstuhle herzufahren, übertrieben gesagt. Also insoweit, da müssen wir extrem aufpassen, dass wir nicht an der gesamten Wertschöpfungskette vorbei Wälder bewirtschaften. Ja. Dieses Schwergewichtsthema bei Ihnen, Logistik, gibt es da Ihrer Meinung nach, gibt es in Europa ein Vorbild für Deutschland, wo man sich was abschauen kann, wie die das vielleicht besser machen und sagen, schaut her, die machen das so, das wäre genau richtig für unsere Holzindustrie, wie wir es eigentlich in Deutschland bräuchten, oder? Wir können das prinzipiell, wir können das. Wir haben die Voraussetzungen sind geschaffen, wir müssen aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und wir müssen auch nochmal, was die Schiene angeht, wir wollen deutlich mehr Verkehr auf die Schiene verlegen. Das wird auch politisch gefördert, aber die Voraussetzungen dafür sind nicht da. Wenn wir im Jahr, jetzt als Beispiel Burgstetten, 80 Rundholzzüge bekommen, dann kommen von denen 79 unpünktlich. Und zwar nicht eine halbe Stunde, sondern ein Tag, übertrieben gesagt. Und das kann so nicht funktionieren. Da wird der Supply Chain nicht mehr funktionieren, dauerhaft bei diesen großen Kapazitäten. Und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, das ist Aufgabe der Politik. Ja. Die ist verantwortlich für die logistischen Voraussetzungen, um der Industrie es zu ermöglichen, Wertschöpfung zu betreiben. Herr Baumann, als Ausrüster der Holzindustrie, der Sägeindustrie insbesondere, auch vor dem Hintergrund der Bundestagswahl. Wie ist Ihr Wunsch an die Politik für Ihre Kundenindustrie? Oder vielleicht auch für sich selber als Maschinenbauer? Haben Sie dort auch einen Wunsch? Schwierig. Wie gesagt, ich meine, wir betrachten uns als kleine Mittelständler, ist die Politik natürlich weit weg, die große Politik. Und das, was uns umtreibt, was uns Schwierigkeiten macht, sind Themen, wo die Erwartungen unserer Kunden den Randbedingungen, die wir gesetzlich haben, diametral entgegenstehen. Mhm. Ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt. Wir hatten schon öfters darüber diskutiert,
Das Thema Arbeitsschutz ist von eminenter Wichtigkeit für die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter. Aber auf der anderen Seite haben wir Situationen, wo beispielsweise große Sägewerke Deckungsbeiträge erwirtschaften im Bereich von sechsstelligen Zahlen pro Tag. Und wir müssen nach 10 Stunden abbrechen, wenn wir jetzt Maschinen aufbauen oder selbst wenn wir Notfälle versorgen, können wir nicht mehr als 60 Stunden pro Woche arbeiten. Das hört sich jetzt sehr viel an, aber die gelebte Realität in den vergangenen Jahrzehnten war deutlich höher, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir sehr, sehr große Werte bewegen. Ja. Und stellen Sie doch mehr Leute ein. Bitte? Stellen Sie doch mehr Leute ein. Ja, würden wir gerne. Also wenn Sie bei uns auf der Webseite schauen, also wir haben offene Stellen in großer Anzahl. Ja. Aber, und das ist eben ein Wunsch an die Politik, ist zum einen, sagen wir mal, in Notfällen ein wenig mehr Freiraum und Augenmaß haben zu können, um unseren Kunden zu helfen, unsere Kunden zu unterstützen. Auf der anderen Seite aber auch, das ist natürlich jetzt etwas sehr weit und groß, wir brauchen aber auch in Sachen Bildung und Förderung von jungen Mitarbeitern Randbedingungen, die es ermöglichen, hier doch auch wieder Lehrlinge nach vorne zu bringen und wirklich diese Knappheit an Human Resources, wenn man es so sagen möchte, das irgendwie zu mitigieren. Mhm. Aber wie gesagt, das ist damit da ist nicht mit getan, dass wir 24 Tonnen draufschreiben auf den LKW. Ja. Das ist ein großes Thema. Mhm. Okay, vielen Dank. Herr Schmidt, im Vorgespräch haben Sie gesagt, lass mal den Herrn Dr. Lang zur Holzindustrie oder zur Politik die drei Wünsche sagen. Sie wollen gerne die Wünsche an Ihre eigene Industrie gerne als Abschluss nochmal kundtun. Ja, an die Forst- und Holzwirtschaft, die gesamte Branche eigentlich wäre wichtig. Drei Wünsche und die heißen Kommunikation, Kommunikation und drittens Kommunikation. Und zwar abgestimmt und einheitlich. Also wir haben jetzt ein halbes Jahr im ersten Halbjahr 2021 gezeigt, wie es nicht funktioniert. Mhm. Da haben wir uns in der Öffentlichkeit in Anführungszeichen bekriegt, in den Medien, haben ein Bild in die Öffentlichkeit getragen, was sicherlich dem Holz und der Waldwirtschaft nicht wirklich zuträglich ist. Und das halte ich für ein großes Problem. Das darf uns so nicht mehr meines Erachtens passieren. Wir haben die Politik im Boot in Deutschland, in Europa, was die Holzverwendung anbelangt. Das wird auch uns in den nächsten Jahren tragen. Das Thema Holzbau, Holzverwendung mit all den Aspekten, mit den technischen Möglichkeiten, die Holz bietet, auch vor allem mit den ökologischen Vorteilen. Da haben wir die Politik und die Gesellschaft im Boot. Aber wir verlieren in Deutschland, Europa sukzessive die Akzeptanz für die Waldbewirtschaftung. Mhm. Und das ist ein großes Thema und da geht es tatsächlich darum, gemeinsam und geschlossen positive Botschaften, Impulse in Richtung Gesellschaft und in Branche, in die Gesellschaft und die Politik zu tragen. Nochmal die Rohstoffbasis ist unsere aller Grundlage. Ohne Rohstoff keine Forstwirtschaft, keine Maschinenbauer, keine Logistik, nichts dergleichen. Und das ist meine Forderung an die Branche, hier gemeinsam zu kämpfen, dass wir wirklich das, was wir an Rohstoff brauchen, aus den heimischen Wäldern nachhaltig beziehen, auch in 10 oder in 20 Jahren. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Schmidt. Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich darf unseren drei Mitdiskutanten sehr, sehr herzlich danken. Herr Dr. Danke Lang, schön, dass Sie da waren. Danke, Herr Baumann, vielen, vielen herzlichen Dank. Herr Schmidt, schön, dass Sie auch da waren. Ja, damit gehen wir zurück ins Sendestudio, wie es so schön heißt. Und wir sehen uns alle live 2023 auf der nächsten LIGNA. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Vielen Dank, Herr Wolf Schütz, für die Moderation des Panels und vielen Dank auch an Sie für die interessanten Statements und den Ausblick auf die Sägewerkstechnik 2030. Meine Damen und Herren, wir gehen nun in eine Pause bis 12.55 Uhr. Nach der Mittagspause sind wir dann zurück mit dem Vortragsblock Nachhaltig und innovativ – Waldeigentümer als Pfeiler der grünen Branche. Bleiben Sie dabei, es lohnt sich. Bis